Lehrende. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In der Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Er begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweige und verlasse. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn unter lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen ihm. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, zu meinen ein bisschen mit Wehmut da, ist schon wieder vorbei mit den Weihnachtsfeiern. Dieser Blick auf das Kind, diese Lieblichkeit. Zum anderen ist aber auch eine Freude da. Denn dazu ist Jesus ja Mensch geworden, dass er als erwachsener Mensch jetzt Heil bringt in diese Welt, Heil bringt zu uns hier. Und wie wir am Sonntag begonnen haben, in der Zeit im Jahreskreis wieder, einmal zu schauen, dass es mit seiner Taufe angefangen hat, als großes Zeichen. Jetzt kommt der, der uns eine Reinheit schenkt im Herzen, der uns eine Offenheit schenkt im Herzen, dass dann eines passiert, zu dem wir auf der Welt sind, dass dann endlich der Geist Gottes, die Liebe Gottes mit der ganzen Fülle in uns hineinkommt. Das ist sein Auftrag, das ist sein Werk. Und da hat er gestern begonnen, wo er die ersten Jünger ruft, einzeln bei den Namen, und gleich sagt: Jetzt geht's mit und schaut euch das einmal an bei mir, wie ich's mache, wie ich lebe, denn ich brauche euch dann. Wenn ich nicht mehr hier bin auf der Erde, dann seid ihr die, durch die das Gleiche geschehen soll und die Menschen das an euch sehen sollen, was sie jetzt an mir sehen können. Und was sehen wir an Jesus? Das ist das, was heute beschrieben ist. Das Erste, was er dann tut, öffentlich, dass er die Leute sammelt in Gottes Haus, Synagoge, wo sie Menschen treffen, die ein Gespür haben, es gibt einen Gott und es braucht eine Beziehung zu Gott. Dass er dorthin geht und dass er anfängt, jetzt ganz neu von Gott zu reden. Nicht, dass das Alte falsch war, aber viel besser erklärt, viel schöner erklärt. Nicht mehr der furchteinflößende, unterdrückende Gott, sondern der Gott der Schöne. Das ist sein Verkönig, der gute Gott, der alles wandelt, aber im Guten, in der Liebe wandelt. Der das Schlechte als schlecht aufdeckt, aber nicht verurteilt, sondern sagt: Ändere dich. Lernst so zu werden wie ich, so schön wie ich. Das ist diese neue Vollmacht, mit der Jesus da ist. Und das ist die einzige Kraft, die wirklich das Herz wandeln kann. Kein Zwang, sondern aus der Faszination der Schönheit der Liebe selbst zu werden. Und was sehen wir dann sofort, wenn so Gott verkündet wird, dass aller Ungeiste leider auch da ist und die Welt plagt, uns Menschen plagt, dass der auf einmal in Kraft ist. Und der weiß es. Jetzt ist die Heilige Gottes da in Jesus. Jetzt ist die Wahrheit ganz sichtbar, das wirklich steht in unserem Dasein. Und da kann das Falsche und die Lüge, die sich irgendwo versteckt hat, nicht mehr halten. Und das ist nicht der große Kampf jetzt zwischen den zwei. Das ist nur ein Wort. Der Aufhören, Geschrei. Und geh, sagt
und der Mensch wird frei. Der Ungeist schüttelt ihn zwar noch einmal durch, aber am Ende bleibt ein befreiter Mensch zurück. Und so soll es auch bei uns sein, damit wirklich viele aufmerksam werden, die ganze Gegend zu leisten. Was ist denn da los? Dann nimmt einer wirklich jetzt die ganze Hilfe Jesu an, die Hilfe Gottes in Jesus an, und auf einmal ist ein Mensch, der in der Ruhe lebt, in der Güte lebt, in der Liebe und Zuwendung lebt zum anderen. Und das ist so schön. Freuen wir uns, dass wir die Gerufenen sind, seit der Taufe, das an uns zu erwarten, aber dann noch viel mehr, dass durch uns den Mitmenschen es erfahrbar machen. Amen. Mit göttlicher Vollmacht besiegt Jesus das Böse. Mit Vollmacht verkündet er Gottes Heil. So lasst uns zu ihm rufen, Heiler und Erlöser. Wir bitten dich, erlöse uns. Wir bringen zu dir alle Gehetzten und Gestressten, dass sie das Wesentliche in ihrem Leben entdecken. Heiler und Erlöser, wir bitten dich, erlöse uns. Wir empfehlen dir alle, die unter einem Zwang stehen und besessen sind von Dingen, die sie einengen und unfrei machen, dass sie Mut und Kraft zur Veränderung aufbringen. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an alle, die in der Verkündigung stehen, dass sie selbst Oasen der Ruhe und Stille finden. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen zu dir die Kranken, Betagten und Trauernden, dass sie deine Gegenwart und dein machtvolles Wirken erfahren. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten auch für uns, dass wir selbstlos und selbstverständlich für andere da sind und hohen Herzens unterwegs bleiben dürfen. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen, Familie mit dem Schlager für verstorbene Donner. Heiler und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du hast deinem Sohn Jesus Christus den Sieg verliehen über alles Böse. Höre unsere Bitten, lass uns teilhaben an diesem Sieg, jetzt und in Ewigkeit. Christus, unser Herr. Amen.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Wir empfehlen dir,
Friede auf jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen und deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Liebe beten. Vater unser, Thank you.
So spricht der Herr, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser. Singen wir zum Herrn. Was wir im Sakrament